hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Wocheninfo. Herzlich willkommen zur 260. Ausgabe der Wocheninfo des Remscheider Fernsehen Tele-DMW. Ich habe die Breaking News aus Remscheid für Sie und die gehen diesmal bis zum 6. Oktober 2019. Am Mittwoch, dem 2. Oktober 2019, fuhr gegen 22.45 Uhr ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Blumenstraße in einen verkehrsbedingt haltenden Volvo eines 44-jährigen Remscheiders. Der Unfallverursacher flüchtete mit Vollgas von der Unfallstelle und beschädigte in der Folge beim Überholvorgang auf der Erdelenstraße den Ford eines 58-jährigen Remscheiders. Danach setzte er seine Flucht fort. Da in beiden Fällen das Kennzeichen abgelesen und eine Fahrerbeschreibung abgegeben werden konnte, wurde die Remscheider Halteanschrift aufgesucht. Neben dem abgestellten und unfallbeschädigten PKW konnte auch der alkoholisierte Halter in seiner Wohnung angetroffen werden. Der Verbringung zur Wache zwecks Blutprobeentnahme widersetzte sich der 24-Jährige mit Tritten. Er wurde gefesselt und nach erfolgter Blutentnahme dem Polizeigewahrsam zur Ausnüchterung zugeführt. Weitergehenden Ermittlungen zufolge ergaben, dass der 24-Jährige seine Fahrerlaubnis nach einer früheren Trunkenheitsfahrt erst am 13. August 2019 zurückerlangt hatte. Den Unbelehrbaren erwartet nun ein neues Strafverfahren. Na dann, Prost! In der Donnerstagnacht auf den 3. Oktober 2019 kam es zu einem Fahrzeugbrand in der Morsbachtalstraße. Durch eine bisher ungeklärte Ursache geriet gegen 1 Uhr morgens ein schwarzer BMW X1 in Brand. Der Wagen brannte komplett aus, bevor die Feuerwehr das Feuer löschen konnte. Zuvor hatte ein Anwohner vergeblich versucht, mit einem Feuerlöscher zu löschen. Der Sachschaden liegt bei ca. 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Verletzt wurde Gott sei Dank niemand. Die berühmte, wilde, ausartende dritte Meldung wird nicht mehr ab nächste Woche hier zu sehen sein. Dies ist die letzte Ausgabe der dritten Meldung. Der Meldung, wo die Post abgeht, wo wild vorgetragen wird, frei nach Schnauze. Wenn Sie ein Fan davon sind, können Sie diese dritte Meldung natürlich weitersehen. Ab dem 11. Oktober 2019 sehen Sie die dritte Meldung auf unserem neuen Fernsehkanal. Der heißt Spaßpower-Kanal. Freuen Sie sich drauf. Sie wird nicht abgeschafft, die dritte Meldung. Keine Panik. Kommen wir zur dritten Meldung. Am Samstag und nicht am Montag, dem 5. November, das wäre falsch, gehen wir einen Monat zurück, den 10. Monat, und zwar dem 5. Oktober 2019, da verletzte gegen 19.15 Uhr und 17 Sekunden ein bislang unbekannter Täter in der Lockfinker Straße einen 34-jährigen Wuppertaler schwer. Hoffentlich hat er sich keinen Bruch gehoben. Beide Männer gerieten unmittelbar vor dem Ausgang eines Waldgebietes zunächst in einen verbalen Streit. Hör mal, du Arschloch, ich hau dir gleich einen in die Fresse. Nee, pass mal auf, wenn ich dich erwische, dann kannst du was erleben, dann kommst du ja tot raus. So ungefähr muss das Gespräch gewesen sein. Im weiteren Verlauf
kam es zu Handgreiflichkeiten. Jetzt lass meine Hand in Ruhe. Ja, genau, zu Handgreiflichkeiten. Warum wollt ihr eigentlich nur die Hände haben? Können auch mal die... bis der Unbekannte seinen Gegner einen Schlüssel... Einen Schlüssel, nicht alle. Einen Schlüssel. Was hat er damit gemacht? Den nehmen wir mal. Bis der Unbekannte einen Schlüssel ins Auge stach. Etwa so. Au! Oh, ich blute. Scheiße. Alles voller Blut. Das ist doch nicht gut. Das kann man nicht. Mein Auge. Das beißt. Scheiße. Wo ist die Brille? Ich muss weiter vorlesen. Das Auge geht. Ja, das beißt. Das beißt wie die Post. So ein Schlüssel. Ich versuche mit dem anderen Auge. Aua, wie kann man sowas machen? Das ist ungesund. Anschließend flüchtete der Täter in Begleitung von zwei weiteren unbekannten Personen in Richtung Klausener Straße. Der Verletzte musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ich sehe nicht so viel mit einem Auge. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem flüchtigen Tatverdächtigen. Dieser soll etwa 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er hatte kurze, dunkle Haare und einen Bart. Ich gehe mal eben zum Arzt. Ich komme gleich wieder. Scheiße. Wir schauen heute mal über die Stadtgrenze hinaus in Richtung Wuppertal. Die Polizei wurde da ausgetrickst von ein paar jungen Männern, die flüchten wollten. Am Sonntagmorgen des 6. Oktober 2019 kam es gegen 2 Uhr morgens in Wuppertal-Elberfeld an der Straße Kippdorf zu einer größeren Schlägerei. Ein Anwohner informierte die Polizei, weil sich Leute vor einer Kneipe lautstark streiten würden. Die Polizisten trafen auf eine größere Gruppe Männer, die zum Teil aggressiv waren. Außerdem flüchteten mehrere Personen in die betroffene Kneipe und verriegelten hinter sich die Tür, sodass die Polizei nicht reinkam. Dann gingen sie natürlich durch den Hintereingang raus, so schnell. Die Zeit wurde genutzt, wo die nicht rein können. Erst einige Zeit später wurde die Tür geöffnet und die Beamten konnten das Lokal betreten. Da hatten sich bereits mehrere Beteiligte durch eine Hintertür entfernt. Das war der Trick, ne? Auf der Straße und in der Gaststätte fanden die Polizisten Hinweise darauf, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein muss. Unter einem Auto und in dem Lokal wurden Messer aufgefunden und Blutspuren am Boden und an der Kleidung einiger Gäste deuteten auf eine Messerstecherei. Weil die Anwesenden sich weiter aggressiv verhielten, die Maßnahmen der Polizei störten und Platzverweisen nicht nachkamen, wurden 9 Leute in Gewahrsam genommen. Bei den Festgenommenen handelte es sich um eine Frau im Alter von 20 Jahren und 8 Männer im Alter von 23 bis 55 Jahren. Einer von ihnen, ein 23-jähriger Mann aus Wermelskirchen, leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Ein 41-jähriger Wuppertaler erlitt eine Schnittverletzung und an der Hand und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei schloss die Gaststätte. Es gab kein Bier mehr. Sie stellten 3 Messer sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Die umfangreichen Ermittlungen zu weiteren Beteiligten und den Hintergründen der Auseinandersetzungen dauern an. Wir kommen zum Wetter. Es war kalt und nass. Und wie waren die Temperaturen? Die kältesten Temperaturen, die wir messen konnten, waren am 6. Oktober 2019 in Rheinzangen 7,5 Grad.
am Rathaus 8,7. Lennep hatte 8,2 in der vergangenen Woche. Und die an der Dorpmühle gab es 7,0 Grad, den Kälterekord. Und wo war es am wärmsten? In Rheinzagen war es tatsächlich auch ziemlich warm. 17,5 Grad war die Höchsttemperatur. Am Rathaus 16,4, in Lennep 16,1 und an der Dorpmühle 16,5 Grad. Wir wollen wissen, ob es weiter regnet. Deshalb schauen wir jetzt aufs Satellitenbild. Sie sehen die ganzen Wolken, ein Wolkenband. Aber ich sehe auch eine kleine Unterbrechung, ein Riss in der Plastiktüte oder wie soll man sagen. Da ist ein Streifen frei und der kommt sehr langsam auf uns zu. Und wenn dieser Streifen da ist, dann gibt es Sonnenschein. Wenn wir Pech haben, nachts um 3. Aber wenn dieser Streifen vorbei ist, dann kommen die restlichen Wolken hinterher. Und dann haben wir wieder das Wetter wie vorher. Also kurze Unterbrechung möglich, aber wann die ist, je nachdem, wie schnell die Wolken sich schieben, kann man es abends erleben oder überhaupt nicht. Also warten wir es ab. Aber ich will wissen, wie es weitergeht. Schauen wir aufs Europawetter. Ja, da kommt noch einiges wieder. Ja, wir sehen, dass da noch einiges kommt. Oh ja, es wird weiter nasskalt, wie es so aussieht. Das schiebt sich noch wieder an uns vorbei. Schade eigentlich. Eine widerliche Ampel gibt es am Tannenhof. Die sichert die Kurve auf der Remscheider Straße. In der Königstraße gibt es am Altenheim, nähe der Parkstraße, auch eine Baustellenampel, die aber meistens grün ist. Und dann haben wir noch Vollsperrungen und das einen ganzen Haufen. Wenn Sie sich das mal anschauen wollen. Sie werden gewarnt, es gibt eine Umleitung. Die Hastener Straße ist bis August 2019 oben am oberen Ende in Kronenberg voll gesperrt. Man kann zwar noch um die Schilder rumfahren, aber wenn es um das Eingemachte geht, kommen Sie nicht auf die Hauptstraße. Eine Vollsperrung, natürlich gilt das auch für die Wuppertaler, die nach Hasten wollen. Eine Vollsperrung haben wir zu vermelden in Solingen-Unterburg. Die Straße ist für 5 Monate gesperrt. Und so sieht die Schlange aus für die Leute, die immer wieder wenden müssen. Ganz bestimmt kommt hier keiner mehr durch. Und zwar 5 Monate lang und zwar 24 Stunden am Stück. Wir haben eine Vollsperrung an der Uhlandstraße. Die Polizei kommt nicht mehr zu ihrer Wache rauf von der Königstraße aus. Alle anderen Autofahrer übrigens auch nicht. Die müssen alle über die Parkstraße fahren und dann sind sie da. Bis Oktober 2020 wird hier eine Vollsperrung sein auf der Kreuzung Raderstraße-Ringstraße. Man kommt nicht mehr in die Mühlenstraße und auch nicht in die Wupperstraße. Das sieht der auswärtige Autofahrer, wenn er nach Lennep rein möchte. Es gibt übrigens auch einen neuen Bürgersteig für die Fußgänger. Man ist schon dran. Die Straße wird insgesamt einiges breiter. Aber bis es soweit ist und der Bürgersteig freigegeben wird, müssen die Bürger sich plattfahren lassen, hier an der engen Stelle. Wenn da ein langer LKW kommt, dann können sie eigentlich nur noch über den Zaun springen. Na, wo hat die Stadt Remscheid diesmal den Böllerkarren mit Blitzeinheit hingestellt? Wir meinen natürlich den starren Kasten, der die Freiheitsstraße überwachen soll. Er blitzt in 2 Richtungen und steht irgendwo. Nachts kann man ihn schlecht sehen, zum Beispiel vor grauen Hauswänden kann man ihn gar nicht erkennen. Er hat eine Türchen und ganz viele sogar, die alarmgesichert sind. Auch eine Theke, wo man das Bier vorab stellen soll, damit sie nicht mehr blitzen können. In der anderen Richtung kommt dann die Colaflasche hin. Auch eine McDonald-Tüte macht ihre Aufgabe. Diesmal steht er schon wieder am Amtsgericht, denen ist nichts eingefallen. Jeden Montag wird er woanders hingestellt. Montag, Dienstag war er nicht da in der vergangenen Woche und dann haben sie ihn wieder am alten Platz hingestellt. Wird wohl der Favorit werden, hier an der Hauswand am Amtsgericht. Passen Sie gut auf, Tempo 30 ab 22 Uhr. Wussten Sie eigentlich schon, wer ganz legal auf dem Bürgersteig stehen bleibt und ein Päuschen macht und eine Talkshow hält oder mit dem Hund stehen bleibt, der wird auch geblitzt von diesem Gerät, falls ein Autofahrer zu schnell fährt. Dieser Autofahrer wird sich sehr bei Ihnen bedanken. An diesem Starnkasten an der Neuenkammerstraße werden Sie verschont. Wenn Sie zu schnell fahren, werden Sie nicht geblitzt, denn die Kontaktschleifen fehlen. Die Fahrbahn wurde erneuert und die Kontaktschleifen rausgerissen. Die neuen sind noch nicht da. Sie tut nichts mehr. Diese Kiste.
Zum Schluss möchte ich herzlich grüßen, und zwar unseren neuen Abonnenten. Ich bedanke mich dafür, dass Sie uns abonniert haben. Und gegrüßt wird heute der Michael Klever, der sich aber am liebsten auf Englisch aussprechen lässt. Er mag Michael nicht gerne, er mag lieber hören Michael. Okay, Michael, alles happy to you? Thank you. Immer diese englischen Ausdrucksweisen. Michael, Michael, Michael. So, und jetzt geht's weiter mit Programmhinweisen, die Sie gleich nicht auf der Schrifttafel sehen. Am Freitag ist es soweit. Viele sind sehr ungeduldig. Da kommt nämlich ein neuer Fernsehkanal raus, der Spaßpower-Kanal von TeleDMW. Da gibt es eine Menge zu lachen. Ich darf Ihnen mitteilen, dass es um 19 Uhr losgeht und dass wir dann 10 Filme freischalten von über 200. Und täglich werden Sie 2 neue Filme dazu bekommen. Es gibt da 6 Rubriken. Ich sag einfach mal, was am Freitag auf Sie zukommt. Freigeschaltet werden am Freitag. Es gibt Premiere. Das Lachkrampfseminar. Die Anti-Raucher-Schockfotosprüche. Das Geburtstagsständchen von 2017. Die Pannenparade 1 und 2. So eine Hitparade, ne? Die dritte Meldung. Folge 22. Das wird wohl die hier von heute sein. Und der Spruch der Woche. Erste Folge. Der Witz der Woche. Folge 1. Vorsicht, Karneval gibt es. Da wird die Begrüßung und die erste Folge freigeschaltet. Und Sie können auch sehen, eine lustige Szene. In der Rubrik gibt es auch eine Playliste. Und da gibt es die Folge 1. Und aus der Pannenkiste, die allererste Pannenkiste, sehen Sie am Freitag auch. 19 Uhr geht's los. Wir freuen uns drauf. Und wissen Sie, was am Freitag noch so Besonderes ist? Nicht nur das 10-jährige Bestehen des Remscheider Fernsehen. Da gibt's eine Sondersendung, meine Damen und Herren. Da werden wir Ihnen mal zeigen, wie es vor der ersten Sendung so abging. Da gab es Testschleifen und was nicht alles und Werbespots. Vor 10 Jahren, na, wird wohl die Bildqualität nicht so gut wie heute gewesen sein. Aber schauen Sie sich den Beitrag einfach am Freitag mal an. Der kommt am späten Nachmittag raus. Ich verabschiede mich und würde Ihnen sagen, genießen Sie es. Abonnieren Sie auch den TeleDMW Spaß Power Kanal. Falls Sie da noch nicht Abonnent sind, Sie können jetzt schon die Testbilder sehen. Sie können über die Homepage schon draufgehen, teledmw.de, und dann gehen Sie auf Spaßpower-Kanal, da ist ein Bild und da klicken Sie drauf und dann können Sie schon jetzt draufgehen und abonnieren. Aber Sie können noch nichts sehen. Nein, Sie können nur die spannenden Testbilder sehen, die darauf warten, dass Sie den ersten Film hinsetzen können. So, Schluss gelabert, auf Wiedersehen. Ich freue mich auf Freitag. Bis dahin. Tschüss. Nee, dann macht jemand anders. Bitte sehr. Tschüss, tschüss. Ich kann nicht warten. Hier ist das Remscheider Fernsehen, TeleDMW. TeleDMW. Einfach genial, dass es dich gibt. TeleDMW! 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 Hi, mein Name ist Julian. Ich und meine Familie schauen am Sonntag immer TeleDMW mit Dirk Michael Westkamp. Denn nur da bekommen wir die tollsten Nachrichten aus Remscheid so serviert, wie wir sie auch verstehen. Wenn Sie mal so richtig lachen wollen, dann sind Sie bei uns richtig. Auf dem Spaßpower-Kanal von TeleDMW finden Sie zum Beispiel alle Sprüche der Woche. Und Sie können auch sehen, was dort alles so schief geht. Aber damit ist noch nicht genug. Was gibt's denn noch? Zum Beispiel das Lachkrampfseminar. Herr Westkamp hat
Ihnen mal zu erklären, wie man einen Lachkrampf bekommt. Das ist ein Experiment. Und nur wenn Sie es von vorne bis hinten ohne Unterbrechung durchgucken, dann hat es seine Wirkung. Lustige Szenen aus unseren Reportagen finden Sie hier natürlich auch. Der Spaßpower-Kanal ist voller Überraschungen. Zum Beispiel gibt es auch Pannen aus dem Studio. Schauen Sie einfach mal rein in die Überraschungskiste. Hey, 1:30 Uhr. Hey, juhu. Oh. In einer anderen Rubrik zeigen wir unsere Karnevalssendungen. Herr Westkamp hat ja immer eine Menge Ideen, wie man sich verkleiden kann. Als Pfarrer, der sein Gebet singt? Oder möchten Sie lieber eine Empfangschefin, die Michaela heißt und sich gerade föhnt? Im Studio wurde es auf Karneval immer sehr, sehr lustig. Da war alles erlaubt. Ein Militärfreak war auch da. Oder unsere Putzfrau, die unheimlich schunkeln konnte und ein Karnevalsständchen mitsingt. Aber wenn der Mafioso da war, das war schon ganz schön heftig. Schauen Sie uns doch einfach zu auf dem Spaßbauer-Kanal, damit Sie mal so richtig auf Ihre Kosten kommen. Auch Fußballfreaks schauen diesen Kanal sehr, sehr gerne, auch wenn sie was getrunken haben. Amen! Halleluja, Halleluja, lasset uns leben. Unvergesslich, in einem Film der Woche ist dem Moderator an einem Parkscheinautomaten der Kragen geplatzt. Auf dem Spaßpower-Kanal versucht der Herr Westkamp Ihnen beizubringen, dass die Raucherschockfotos, die auf jeder Zigarettenschale zu finden sind, überhaupt nichts mit Rauchen zu tun haben. Er macht sie alle lächerlich. Und wenn Sie wissen wollen, was die Fotos wirklich zu bedeuten haben, schauen Sie mal rein. Den Witz der Woche haben Sie nicht so oft auf unserem Sender gesehen. Es waren ja auch nur so Probeaufnahmen, wo einiges schief ging. Sie wurden auch ausgestrahlt. Herr Westkamp erzählt in Seebrücke an der Küste einen Witz. Und dabei stört ordentlich der Wind und alle anderen Faktoren stören auch. Schauen Sie doch mal vorbei beim Spaßbauer-Kanal. Dieser Kanal haut jeden um. Grüß euch alle vom Remscheider Fernsehen, mein Name ist Jürgen Dres. Kornblumen, oder? Und wir fahren wie Vampire. TeleDMW. Oh la la. Hallo, der Spruch der Woche zum Sendeschluss natürlich. Der heißt heute, man muss immer das Beste hoffen, das Schlimmste kommt von allein. Und der Kommentar, bitteschön. Uhlala, ist das hier rutschig. Bei dir ist Hoffnung und Malz verloren. Bis nächste Woche! DMB aus Remscheid.
dem Weg aus dem. Aus dem Stein. Aus dem Stein.